auch noch Caroline Schäfer bei uns. Caro, dürfen wir ganz kurz hören. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wie fällt die Bilanz aus? Götz ist 2016 bei Ihnen persönlich. Ja, sehr, sehr gut. Ich habe mein Ticket soweit gesichert für die Olympischen Spiele. Das war einfach der Hauptfokus vor dieser Saison. Bestleistung um 10 Punkte nochmal gesteigert. Damit hätte ich jetzt nicht so gerechnet jetzt im Vorfeld schon. Ich bin einfach super glücklich. Mein Kindheitstraum geht jetzt in Erfüllung von Olympischen Spielen. Ich freue mich riesig. Das heißt, für Sie beginnen jetzt schon die Vorbereitungen ohne Euro, ohne Ratingen? Nein, ich werde natürlich Ratingen an den Start gehen. Also ich habe keine Wehwehchen, ich bin nicht verletzt, ich bin gesund und munter und werde auch in Ratingen an den Start gehen, und um mich einfach auch für die Challenge am Ende zu qualifizieren und mich da auch gut zu etablieren. Und dann geht der Blick aber dann wirklich schon Richtung Rio. Wie war es für Sie jetzt heuer in Götzis? Wie schwierig war es? Der Wind hat oft mitgespielt, war es nicht so einfach? Na gut, der erste Tag war ja wirklich sehr, sehr schön, muss man auch sagen. Wir haben es ja schlimmer erwartet gehabt im Vorfeld. Heute war es dann doch schwierig von den Bedingungen her. Gerade im Weitsprung, die wechselnden Winde, Regen. Ja, wir haben im Speerwerfen im Regen gestanden, haben wir geworfen. Es war nicht gerade angenehm, gerade die wechselnden Bedingungen dann auch. Ja, und nach Turnier, da muss man natürlich immer gucken, was wir können noch übrig bleiben, was noch so geht. Und da haben wir einfach schon gemerkt, es waren jetzt zwei lange Tage und gerade die wechselnden Wetterverhältnisse auch nicht ganz einfach. Aber nichtsdestotrotz, Bombenwettkampf. Glückwunsch, besten Dank. Dankeschön. Danke. Dankeschön.